Ja, meine Freunde, Beemans da am Start für euch, begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir spielen wieder Road to Master. Ich Trottel habe vergessen, zwei Folgen noch aufzunehmen. Mit dem Team, ich habe gesagt, es gibt eine Woche lang das gleiche Team, damit ich genug Zeit habe vorzuproduzieren. Und wir spielen gegen einen Japaner mit Elizard, Scrafty, Lamus, Ferrohorn, Eggieslash und Mamoswine. Wir spielen natürlich wieder mit dem Team vom letzten Mal, also der Raikou, Bane, Starmie, Raikou, Hunemon und Xerox. Ich sehe hier Kampfschwäche, Bodenschwäche, Kampfschwäche, Unlichtschwäche, Elektroschwäche, Feuerschwäche. Feuerschwäche. Ich würde sagen, wir spielen Terrakium, wir spielen Raikou und wir spielen unser Mega Hundemon und hoffen einfach mal, dass es klappt. Die letzten Runden gingen ganz gut für uns aus. Wir sind jetzt auf einer Win-Lose oder Win-Defeat, was glaube ich es genannt habe, Statistik von momentan 17 zu 21. Das heißt, wir haben 4 Kämpfe, also 4 Wins Unterschied. Und wir kämpfen gegen einen Japaner mit weißem T-Shirt. Unser Terrakium startet und wir gucken einfach mal, was heute so passiert. Scrafty! Das war ja irgendwo auch klar, dass da ein Scrafty kommt. Das Ding ist jetzt, er hat Eggieslash dabei. Oder könnte Eggieslash dabei haben. Wenn ich jetzt einen Nahkampf drauf knall, hat das keine Wirkung. Ich würde jetzt so weit gehen und sagen, ich mache jetzt ein Erdbeben und hoffe einfach mal, dass er mit einem Eggieslash reinkommt. Und wir gucken einfach mal und hoffen, dass wir Glück haben. Wird zurückgerufen. Wenn der jetzt wirklich mit Eggieslash kommt, ich lache mir so ein. Es ist halt immer. Wir kriegen über die Hälfte weg von Eggieslash. Mach natürlich nochmal abbieben. Taktikwechsel. Wechsel zur Klingeform. Schattenstoß. Also bitte. Selbst Wahlband durfte mich das nicht killen. Sag ich doch. So. Eggieslash ist weg. Ist ein Über-Pokémon und ja, ich finde es trotzdem stark. Ich finde es gerechtfertigt, dass das viel im Über ist. Ganz einfach, weil das viel zu stark ist im Late-Game. Und wer welche Ahnung hat, der weiß das. Ich finde dieses Rumgebitsche gegen irgendwelche Tiere ist total sinnlos. So, wir gehen auf den Close Combat und gucken einfach und hoffen einfach, dass wir Scrafty wegkriegen. Ist ein Win? Ihr könnt mal, genau, schreibt jetzt mal in die Kommentare rein, bitte, ob ich diese Kämpfe, wenn die aufgeben, als Wins zählen soll. Ich zähle es als Win, den er hat aufgegeben. Und wir tragen ein 18... zu 21. Das wird vielleicht unser kürzestes Video heute. Ich habe doch gesagt, dass es Team klappt. Ja, schön. Ich möchte weiterkämpfen. Ja, komm los. Lass uns weiterkämpfen. Komm. Das ist gerade so gut. Team, los. Hopp. 18 zu 21. Der Kampf wurde aufgegeben. Spitzenteam. Wir können mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Team findet. Vielleicht ist es ja sogar ein Team, was ihr selbst spielen würdet. Puh. Wir sind wieder auf der Winnerstraße. Ich weiß nicht, was ich jetzt die kommende Woche mache. Von Montag bis Mittwoch, ob ich. Ja, 5 plus 7 sind 13. Ist eigentlich 12, aber ist ja egal. Unser Gegner hat dabei Psyana, Tyranitar, Klefki, Rotom W, Gyarados und Charizard. Ich sehe hier Geistschwäche, Unlichtschwäche, Kampfschwäche, Bodenschwäche, Wasserschwäche, Pflanzenschwäche, Bodenschwäche. Ja, Pflanzenschwäche, mit Pflanze haben wir natürlich nichts dabei. Elektroschwäche, Wasserschwäche. Ich spiele Mega Bane, Terrakium und Starmie.
Und wir gucken mal, ob wir vielleicht wieder einen Win kriegen. Ey, das nee, heute ist der erste Sieg. Also nach nicht mal einer Minute Spiel. Das war halt gerade richtig so. Das war richtig geil, finde ich. Wir gucken, dass wir auf alle Fälle nochmal gewinnen. Und ich weiß noch nicht, was ich jetzt am Montag spielen werde. Ich habe irgendwie Bock auf Doppel, ich habe Bock auf Monotyp-Team. Aber Monotyp-Team ist sowieso eine Sache, das würde ich schon auch gerne ein bisschen länger spielen als zwei Tage. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so findet. Ob das gut ist, dass ich die Teams so lange spiele. Oder ob das eher nicht so gut ist, dass ich die Teams so lange spiele. Ich habe das Wahlglaser Schnüffel. Aha, das ist auf alle Fälle ein sehr, sehr starkes Pokémon. Und wir gehen auf... Ich gehe einfach mal aufs Abgangsbund. Und hoffe, dass es mich gleich tötet. Das ist natürlich perfekt, das ist nämlich weg. Das ist nämlich irgendwie sehr, sehr schwer, dieses Pokémon wegzukriegen. Och, schade. Na, das Pluto? Ich gehe auf den Verhöhner, da versucht sich ein bisschen zu boosten. Haha, würde ich da sagen, ne? Haha. Wir gehen aufs Abgang. Wir gehen. Oh, ist klar. Aufs Abgangsbund. Abgangsbund. Oh. Meine Fresse, der nervt der Typ. Gar nicht Tarnstein zu legen. Der will uns irgendwie mit Tarnstein behaken. Könnte ich wetten. Würde ich 1 zu 1000 wetten. Oh, jetzt ist natürlich Knirscher. So ein Vollpfosten. So ein fucking Vollpfosten. Naja, das Gute ist, wir haben noch Dings dabei, unser Terrarium. Und das Vieh kann keine Tornsteine liegen, momentan, weil es dann immer noch getornet ist. Und auch einem Bumsdingsens, wie es Rotom tut, das weh, wenn du das mit Nahkampf triffst. Despotar. Da geht's da, das kleine Despotar. Hm. Schauen wir doch, was hier los. Ach ja, hurra, hurra, das ist Despotar. Jetzt kommt Rotom, das war klar. Ah, unsere Verteidigungswerte sind gesunken. Der macht garantiert eine Wasserattacke. Der macht garantiert eine Wasserattacke. Bingo, Hydropumpe. Ah, predicted. Ich glaube nicht, dass wir hier gewinnen. Ich glaube es echt nicht. Ohne Mist. Ich glaube es wirklich nicht. Wir sind schneller als Rotom, das ist klar. Aber wir haben halt nichts, um das Vieh effektiv zu treffen. Außer uns fehlt eine Pflanzenattacke. Das wäre halt perfekt. Ich mache da noch Witz. Nur zurückgerufen. Der Doppelblitz, da kommt er perfekt, kommt er.
Also ich hätte jetzt hier mit einem anderen Pokémon gerechnet irgendwie. Das ist natürlich krass, aber dass der Donnerblitz so perfekt einge also ein, also kaum halt gedöns ist. Alter, das Team ist echt gut. Das Team ist wirklich gut. Starmie ist halt geil, ne? Ist halt geil. Aber wichtig ist, ob ihr sagt, dass es, dass die sechs Kämpfe, die Kämpfe eine Woche lang mit dem gleichen Team schlecht sind oder nicht. Das ist mich nämlich mal interessieren. Oh, es ist ein Voltwechsel gefangen. Und das Gute ist, es macht nicht viel Schaden auf Terrakium. Das ist ja noch besser. So, es kommt Terrakium. Und wir gucken, was macht am meisten Schaden? Was macht am meisten? Irgendwo ist heute wurde Pokken. 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 Tournament veröffentlicht. Also revealed, also enthüllt. Und ich finde es irgendwie schade, dass es kein Pokémon Stadium geworden ist. Das ist echt mies. Aber ansonsten. Roton. Roton Wasch. Pflanze. Kampf normal. Okay, wir haben Step of Kampf. Natürlich haben wir Kampf. Aber es ist so schade, dass es kein Pokémon Stadium geworden ist, finde ich. Aber wenn das Ding auch irgendwann mal für die EU rauskommt, hallo, warum nicht? Hey, soll ich euch was sagen, Leute? In nicht mal 10 Minuten haben wir 2 Siege geholt heute. Und unser erstes Video geht aus mit der unglaublichen Statistik 19 zu 21. 19 zu 21, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal beim nächsten Video wieder, und das kommt nämlich morgen. Und gucken mal, wie es da läuft. Vielleicht können wir sogar auf 21 zu 21 ausbauen. Ich schreibe in die Kommentare, ob ich diese Disconnects und diese Aufgaben werden. Na gut, Aufgaben sowieso, aber ob ich auch Disconnects als Wins werden soll. Weil eigentlich, wenn dagegen disconnected, ist es ja ein Win für uns. Logischerweise. Ja, das war's von mir. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein und ciao.